Und? Fertig? Fertig? Ja! Da ist nichts dran. Hallo? Für was habe ich hier einen Kern gepflanzt? Alter? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bombe! Das ist ja eine Frechheit. Wieso ist hier nicht ran? Wieso ist hier nichts dran? Flup! Flup! Ich zünde, ich werde dich... Boah. Okay. Quasi verarscht. Na gut, hilft nichts. Ist es jetzt wieder weg? Nee. Naja. Also was ich eigentlich sagen wollte, zurück in die Vergangenheit. Wieder mal. Naja. Gut, das Springen zwischen den Zeiten wird... Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Teleporte ja immer aktivieren muss. Ich finde das prinzipiell eine super Idee, hier springen zwischen den Zeiten. Nur wenn man die Teleporte immer aktivieren muss, finde ich das leider etwas doof. Ja. Und wir sind hier. Also gut, jetzt wieder zurück zum Mr. Floß. Die Leute alle so traurig, weil sie immer noch hier den Turm bauen müssen. Das wird sich auch nie ändern, liebe Leute. Ist leider so. Nee, hier runter. So. Der Mr. Floß ist hier herüben. Zack. Hey ho ha. Hey ho ha. Rallali und rallala. Gut. Hey, warum hat es denn so lange gedauert? Mein Floß ist fertig. Komm. Ja, die größte Freude. Du kannst sofort ins See stechen. Das Floß liegt draußen und ist zum Ablegen bereit. Steig drauf und drücke Steuerkreuz, um zu steuern. Sehr schön. Wo habe ich jetzt die Seekarte? Nirgends. Okay. Ach, wie schön. Ich habe ein Floß. Yay, ich habe ein Floß. Ich kann endlich die unruhigen Gewässer durchqueren. Ich kann hier raus. Brauche ich aber nicht. Ich kann hier rüber. Brauche ich auch nicht. Okay. Ich fahre hier sinnlos herum, ist klar. Ich will... Oh, ein Tempel. Ach ja, und ich darf hier nicht gegen. Naja, ist eh eine rote Farbe. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Naja, egal. Oh, ich wollte es nur mal ausprobieren. Hi, schön. Toller Effekt. Und hier lauter Füllschirme, Bildschirme. Das mag ich ja immer ganz gern. Oh, hier kann ich raus. Ja, das sieht ja überhaupt nicht verdächtig aus. Hier graben und so, ne? Nee, das ist ja wirklich voll. Hallo? Wie sinnlos ist das denn bitte? Oh mein Gott. Naja, irgendeinen Sinn wird es schon haben. Wow. Ein Piratenschiff. Wie cool ist das denn? Ich kann mich leider hier auf dem Boot nicht wehren. Das ist eher das Problem. Hallo Piratenschiff. Ach doch, ich kann mit dem Schwert schlagen. Nein, nicht rein da. Naja, mal sehen. Wow. Ich bewege mich von... Oh mein Gott. Wow. Blitze donnern. Ein Wirbelsturm. Oder was ist das? Oh oh. Okay. Okay. Wow. Mich hat ein Blitz getroffen und... Na toll. Huch. Ich bin auf einer Insel gestrandet. Die haben mein ganzes Zeugs mit. Ich glaub's nicht. Nein. Sichelinsel. Na toll. Gut, ich bin an meinem Ziel, aber hab dafür gar nichts mehr. Na toll. Was ist das Hässliches? Dies ist die Sichelinsel. Einen Tokay wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du hast Ohren. Ein langohriger Tokay? Ach ja. Gut, ich muss mir mein Zeugs wieder einzeln holen. Ach, wie toll. Gib her meine Schaufel, verdammt. Das habe ich am Strand gefunden. Ein Tokay ohne Schwanz lag daneben. Hey, dir fehlt auch der Schwanz. Oh, das heißt, denn nur ich. Ich kann damit eh nichts anfangen. Ja, danke, ich habe die Schaufel zurück. Ja, das war alles. Vielleicht haben die anderen Tokay noch mehr. Vielleicht auch nicht. Sieh dich doch vielleicht mal um. Ja, vielleicht mache ich das.
Also der hat auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen, der Typ hier. Ja, toll, jetzt kann ich ausgraben. Schön. Heieieiei. Da rein? Ah, da ist mein Schwert. Sehr schön. Komm her. Nein! Das war jetzt blöd. Muss ich nochmal raus. Ja, stellt euch vor, der Stein wäre für immer da geblieben. So, Spiel vorbei und so, ne? Das wäre blöd. Ach ja, hier kann ich eh ohne Schaufel quasi gar nicht durch. Na gut. So, gib her mein Schwert. Hey, du bist doch der... gut, dass du hier bist. Ich dachte, ich sollte das wohl besser für, zurückgeben. Da, nimm nur. Und ich habe mein Holzschwert zurück. Sehr schön. Das war alles. Aber vielleicht haben andere Toki noch mehr. Vielleicht auch nicht. Hm, sieh dich doch vielleicht mal um. Weil die Programmierer waren einfach zu langweilig, hier eine Überprüfungsroutine einzubauen, ob alle Sachen abgeholt sind oder nicht. So. Ach ja, je, das ist so ein Rätselscheiß. Nee, das ist so ein tolles Rätsel. Aber da komme ich erst hin, wenn ich... Also kann ich erst was machen, wenn ich die Feder habe. Gut. Aber jetzt mit dem Schwert bin ich ja wieder top gerüstet. Was ist das? Ich... Gar nichts, okay. Ja, das Tolle ist, jetzt habe ich gerade mal 2 Minuten das Floß und schon ist wieder weg, ne? Boah, das sind stärkere Oktorok, die halten mehr aus. Oder habe ich... Achso, ich werde meine... Habe ich meine Ringe? Ja, die Ringe habe ich zumindest schon. Okay. Was ist das nochmal? Achso, das ist ein Duftbeutel. Er stinkt. So war das, ne? Gut, hier kann ich nicht durch. Das ist ja das Tolle, ich werde eh hier so schön langsam entlang geführt. Wow. Kaufe etwas, ein Schild für 50 Rubine. Nö. Na toll, jetzt ist mein Schild wahrscheinlich weg und ich muss mir das Schild kaufen. Ja, richtig doof wäre das. Was hat es mit diesen grünen Dingern auf sich? Gut, hier kann ich noch nirgends vorbei. Ja, oh, was ist das? Ach, schön, ein Hütchen mit einem Teleporter. Das ist schön, ich komme in die Gegenwart. Das ist cool. Gucken wir erst hier rein. Ah, es sind sehr viele Krüge. Also hier warte ich lieber, bis ich hier mein Kraftabbad wieder habe. Was hast du? Unser Beschützer befindet sich in der Mitte der Insel. Wenn die Sonne im Zenit steht, bricht die Flut herein und man gelangt nicht mehr zu ihm. Ach ja, die Sonne steht ja im Zenit. Das ist ja doof. Auf der anderen Seite der Insel gibt es auch so ein Fleckchen. Toll, ne? Hühner! Na toll. Ich will meinen Saatgutbeutel haben. Es bringt Glück, Krankenkeime an eingefurchten Felsvorsprüngen zu platzieren. Ja, wenn ich mein Kraftarmband hätte. Vor langer Zeit stand hier ein Duftbaum. Wenn du jetzt einen Setzling pflanzen würdest, bräuchte er hunderte von Jahren, um ein Baum zu werden. Okay. Wenn dir etwas gefällt, können wir handeln. Alter, du kannst mich mal. Diesen Reif habe ich gefunden. Für nur 10 Duftkerne ist er dein. Du hast keine Duftkerne, dann nehme ich deine Schaufel. Nee. Nee. Auch gut. Ah, was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Ach, das ist jetzt blöd. Gut, ich könnte dir meine Schaufel hergeben. Ich gucke erstmal, was ich sonst noch so habe. Gar nichts. Okay, ich muss... Gut, ich werde mir das Kraftarmband holen. Ja, bla 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 bla. Duftkerne, ja, dann nehme ich die Schaufel. Ist okay. Sehr schön. Ich glaube, mit dem Kraftarmband könnte ich hier durchaus ein paar Sachen wieder erreichen. Hoffe ich zumindest. Also hier die Hühner kann ich... Ach, das ist schön. Ich kann Hühner werfen. Hey! Toll, bringt nichts. Gut. Ja, dann gucken wir mal da rein. Weil hier sind Krüge. Und Krüge zerdeppern ist eine meiner Lieblingsaufgaben in Zelda-Spielen. So, das hat jetzt genau gar nichts gebracht hier, ne? Da drüben komme ich auch nirgendwo hin. Hm. Äußerst merkwürdig, dieser Raum. Äußerst merkwürdig. Aber ich kann jetzt so komische Dinger hier nehmen und herumtragen, vermute ich mal. Ah, mit der Feder wäre ich hier rübergekommen. Okay. Vielleicht tausche ich dann doch die Feder einmal. Mal gucken. Nein, jetzt habe ich natürlich keine Bomben. Aber die könnte ich hier bekommen, vermute ich mal. Ja, das könnte sein. Ja, genau. Denn hier sind Bomben. Du hältst die Bomben zurück. Sehr schön. Ich kann damit Hühner töten. Will ich natürlich nicht.
So. Und ich kann hier Felsen zerstören. Hey, pam. Und ich lasse die Bomben wieder Bomben sein. Ja, sehr schön. Gascherkern? Gascherkern, den kann man immer gut brauchen. Und jetzt werden wir erstmal hier diese lustigen Dinge da pflanzen. Oh. Hätte ich den nur schieben müssen? Na toll. Wieso wusste ich das vorher nicht? Hallo? Flup. Nein, ich hätte... Ah, verdammt. Ja, das ist jetzt... Oder... Das ist jetzt eine gute Frage. Hätte ich da jetzt vielleicht die Schaufel behalten müssen? Ach Gott, das ist jetzt blöd. Oder ich schiebe den jetzt mal hierher. Verlasse den Bildschirm. Komm mal wieder in den Bildschirm. Nee, passiert gar nichts. Aber er bleibt dort. Okay, das ist gut zu wissen. Vielleicht passiert ja irgendwann mal was. So in 100 Jahren. Na gut, zumindest kann ich hier rein. Zack. Bombi. Oh. Oh. Ja, ich brauche hier die... Ach, hey, ach, hey, ach, hey. Ja, da brauche ich ein bisschen mehr Zeugs. Ich bin mir nicht sicher, ob das Kraftanband die richtige Wahl war. Vielleicht hätte ich doch die Feder nehmen sollen. Ach ja, nee, das ist mal nicht schlecht, weil da komme ich irgendwo hin. Krüge zerstören, yay. Nee, das ist doof, da komme ich nicht weiter. Gut. Aber zumindest Kraftanband habe ich. Ah, die lauten. Nein. Ah, verdammt. Nicht kaputt machen. Bin gerade leicht verwirrt, was hier das Spiel angeht. Danke, Spiel. Du hast mich verwirrt. Super. Ja, was mache ich jetzt bloß? Was mache ich jetzt bloß? War ich jetzt schon in der Höhle drin? Ja, doch, war ich überall drin. Gut, die bleiben hier. Gucken wir weiter zurück. Das Schild brauche ich definitiv momentan noch nicht. Aber da muss ich rauf, da ist mein Saatgutbeutel. Ah, da kann ich auch weiter. Was bist du? Das ist unser kleiner Baumschule. Vor sehr langer Zeit soll hier ein Duftbaum gestanden haben. Setzling hätte würde eine Pfl- Ja, bla bla bla. Ich hab keinen Duftbaumsetzling. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Na toll. Gut. Alles in allem. Ach, die Höhle habe ich noch nicht aufgesprengt. Wollte ich schon sagen, alles in allem, alles doof, aber so schlimm ist es gar nicht. Zack. Hau. Genau, und rein da. Was bist du für einer? Willkommen bei dem wilden Toke im lustigen Spielsaal für flinke Toke. Das ist der heutige Preis. Willst du diesen Duft? Ja, natürlich will ich diesen Duftsetzling. Ja, ist okay. Regeln brauche ich natürlich auch, ja. Gib ihnen Toki, der links oder rechts vorbeiläuft, ein Stück Fleisch. Jeder muss ein Stück erhalten, damit du gewinnst. Geht jemand leer aus, ist es vorbei. Alles klar? Ja, ist okay. Dann geh an den Start. Wie jetzt? Was? Wo? Fertig. Los. Okay. Hey. 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 Zu schade. Was? Ach ja. Was soll das? Hallo? Muss ich dem das wirklich in die Hand werfen? Ja, das ist zu schnell für mich. Ja, bleib. Nein, bleib. Ei, ei, ei. Nein, verdammt. Alter, das ist... Nein, das geht ja gar... Nein. Muss ich das machen? Ich glaube nämlich schon. Ei, ei, ei. Ja, los, schneller. Komm. Hey. Nein, ich muss dem das wirklich in die Hand werfen. Na toll. Jetzt habe ich echt wahrscheinlich... Jetzt spiele ich das sicher so lange, bis ich kein Geld mehr habe. Los, hey. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Und Nummer 5. Und Nummer 6. Und Nummer 7. Und Nummer 8. Wie sind das? Nummer 9. Nummer 10. Ah, wieso müssen das so viele sein? Lass das. Ich will doch nur den Duft... Wow, ein roter. Ich hab's geschafft. Ja, Glückwunsch, nimm den Preis. Ach, wie cool, ich hab's geschafft. Du erhältst den Duftsetzling. Vielleicht trägt er später einmal viele Früchte. Fragezeichen. Ja, ist okay. Gut.
Befürchte aber, das hilft mir immer noch nichts, weil ich ja nicht in die Gegenwart reisen kann. Das bedeutet, ich könnte zwar den Duftsetzling pflanzen, wahrscheinlich, aber ich kann noch nicht in die Gegenwart reisen, um dann nachher die Früchte meiner Arbeit zu ernten. Darum bleibe ich hier erstmal in der Vergangenheit und gehe nochmal nach oben, um wirklich zu überprüfen, ob ich hier eher habe. So, dich mag ich nicht, weil ich brauche mein Schild nicht. Jetzt gehen wir nämlich mal hier nach unten. Meine Schaufel habe ich gerade, blöderweise nicht. Das Ding schieben wir dahin, wo es hingehört. Zack, flupp. Und irgendwann mal wächst da vielleicht auch was. So, das haben wir ja schon fast. Ne, da brauche ich dann die Sprungdings und so, ne? Egal.